Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil. Mein Name ist Nisjaha. Ja, und ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe echt irgendwelche Schwierigkeiten, überhaupt irgendwas mal, die Aufnahme überhaupt mal, dass da ein Bild ist für die Aufnahme, weil sonst sieht ihr alles schwarz und ja. Ja, wo waren wir jetzt als letztes gewesen? Hier ist noch was. Also das, hier waren wir schon, hier unten. Wir waren in vielen Räumen schon, noch gar nicht. Ja. Da ist zu, da kommen wir nicht rein. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Hier oben, was war denn hier oben? Da ist, ja, ach so, da ist eine Tür. Ja. Ja. So gehe ich wieder zurück. Ach, verdammt. Ja. Leider weiß ich echt nicht, wo ich lang müsste. Ich musste jetzt einmal kurz gucken. Da war ich da die Treppe runter. Geh mal hier lang. Natürlich. Leute. Na, rein mit dir. Ja. Na, hier war ja nichts mehr. Geh doch die Treppen hoch. Ja, wie gesagt, ich hatte das bei Zero gerade auch gehabt, bei der Aufnahme. Da hatte ich leider die Probleme, dass ich auch. Mit der Steuerung. Jetzt war ich am, muss ich überlegen, wo müsste, muss ich lang? Muss ich hier vielleicht? Die ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Ja, war ich. Wir doch schon, oder? Wir gehen hier mal weiter. Und jetzt muss ich einmal die Karte machen. Hier ist noch was und da ist eine Tür. Okay, Moment. Irgendwas ist hier noch. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Eine Tür ist verschlossen. Da muss ich vielleicht hier lang. Ach, guck mal, was ich gefunden habe. Noch grüne Kräuter. Oh ja. Da ist noch eins. Ach, verdammt. Was mache ich denn jetzt? Ich muss überlegen. Wohl, Moment. Kombinieren. Ja, bringt mir auch nicht viel. wir holen uns das später. Wir gehen jetzt erstmal in dieser Tür rein. Ich weiß nicht, waren wir da schon? Weiß es nicht. Es ist halt wirklich. War das richtig? Ah ja, hier waren die. Ich glaube, hier ging es gar nicht weiter, ne? Mal. Oder? Ach, guck mal einer an. Wir haben hier. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay, wir sind Villa, zweite Obergeschoss.
Ich schreibe mir die Türen auf. Eins. Villa. Zweites Obergeschoss. Helm. Okay. Also wir kommen hier gerade nicht weiter. Ja, wie ihr seht, habe ich echt Probleme mit dieser verdammten Maus. Nicht mit der Maus, sondern mit der mit dem Gehen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird ein sehr langweiliger Part werden. Ja, Leute, es wird wirklich sehr langweilig werden. Das Problem ist, hallo? Kannst du? Das Problem ist, ich kann kein Objekt mehr tragen. Wofür brauche ich den neuen? Und wofür brauche ich den Diamanten? Ach, Leute, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es weitergeht. Ich gehe mal hier wieder raus. Ich muss jetzt systematisch alles abklappern. Ich überlege. Also hier muss ich nicht rein. Das Blöde ist ja, dass hier nichts markiert ist, wo man als nächstes hin müsste. Von daher, oh Leute, ganz ehrlich. Hier mache ich gerade ein bisschen. Wo bin ich denn jetzt reingegangen? Ach so, da bin ich. Vielleicht muss ich auch in die andere Richtung. Wenn sie mal gehen würde. Nein. Ja, will mal gucken, ob da ich da rein. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hier. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Wo bin ich jetzt? Erdgeschoss. Erdgeschoss. Von mir aus gesehen links. Rüstung war das, ne? Rüstung. Symbol. Weil ich hab's nicht so mit. Also bei mir ist das Problem, dass ich sehr schnell die Orientierung verliere. Leute, wenn doch. Ja, auf jeden Fall, ich verliere sehr schnell meine Orientierung und daher ist verschlossen ein Schwertsymbol. Das ist Villa, erste UG. Was war das? Wert, ne? Links. Der. So. Ja. Und schon 8 Minuten. Ja, gute alte Frage. Wo verdammt muss ich hin? Ich glaube, ich gehe nach oben. Wenn ich hier rauskomme, gehe ich direkt erstmal nach oben und gucke da mich um, ob ich da irgendwie weiterkomme. Ja, wäre traurig, wenn ich nicht weiterkomme. Ich weiß echt nicht. Wie war das eigentlich? Kam ich hier nicht rein? Noch? Die Tür ist verschlossen.
Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Das ist Erdgeschoss, Erdgeschoss, rechts, neben der großen Tür. Wisst ihr was? Ich werde wirklich. Da ist noch eine rote Tür und ich hoffe, dass es da auch weitergeht. Ich hoffe, natürlich. Wer hofft das nicht? Schwertsymbol. Wo bin ich? Erdgeschoss rechts. Moment, jetzt schreibe ich erstmal Schwert auf und das ist große Tür innen. Ja, Leute, ehrlich. Guck lieber nach, weil wenn ich was vergessen habe, dann stehe ich da und komme dann auch trotzdem dann nicht weiter. Also, so gesehen können wir jetzt einfach mal nach oben gehen. Was ist das denn? Moment. Da ist doch. Ah. Wir sind in einem Raum. Ich kann nichts machen. Wo bin ich jetzt hier? Ah, ich glaube, das ist hier. Na komm, geh einmal hier. Ach so, ja, von da kamen wir ja. Ja. Ich will lieber hier mal absuchen. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Okay, die haben wir doch. Leider komme ich normalerweise mit C. Oh nein. Ich frage mich gerade, wie ich jetzt wieder ins Inventar komme. Ach, mit N. Stimmt ja. Und somit haben wir wieder Platz, Leute. Platz. Ja. Natürlich gehen wir auch da rein. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Okay. Loch statt Augen. Loch statt Augen. Okay. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase, Mund. Loch. Anstelle Augen, Nase, Mund. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase.
Moment. Also. Und der hier ist eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Mundes. Okay. Dann gucken wir hier mal, was hier so ist. Ja, guck mal. Ein Buch ist in die... Yay, ja, mitnehmen. Und wir untersuchen das direkt. Also. Oh je. In der Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen, ja. Ja. Wir haben folgenden Hausschlüssel. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Verdammt. Auf jeden Fall... Ach, ich drücke immer... B statt M will ich ausschlüsseln. Ah, wir können in die Schwert. Mit, also das ist für die Schwert. Für Schwert. Das ist perfekt. Gut. Oh. Ja. Ich guck einmal auf der Karte. Ja, okay, hier muss ich ja natürlich hier die Masken einsetzen. Auf jeden Fall haben wir eine Schwertrüstung, Leute. Ist das nicht genial? Eine Schwertrüstung. Jetzt will ich einmal hier gucken. Halt, stopp, da war eine Tür. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Kann ich nicht meinen Dietrich benutzen? Dietrich. Verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Ja, okay. Okay. Leider brauche ich das nicht. Da liegt aber was. Da liegt was. Egal. Es ist halt so. Es ist so, wie es ist, Leute. Und auf der Karte wird mir ja auch angezeigt, dass hier noch rot ist. Ja. Ich frage mich. Erster Obergeschoss. Hier liegt, lag ja auch noch was. Hier war auch noch was. Jetzt müsste ich gucken, wo überall Schwert war. In der großen Tür war eins und im Untergeschoss links war eins. Ich glaube, wir gehen hier lang. Hier so lang, denke ich mal. Entweder hier oder wir gehen direkt hier rein. Je nachdem. Ach komm schon, Jill. Ja, das ist wirklich manchmal richtig katastrophal. Das gebe ich echt zu, aber hier oben, ich will mal hier oben gucken, was hier noch so ist. Was ist hier? Oh, hier komme ich sogar rein. Ich weiß nur nicht, ob ich da rein hätte gehen dürfen. Oder eher nicht. Und hier war ich hier nicht schon mal. Ja klar, das ist ja hier mit der Steinstatue, ne? Wir haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Gut. Gehe ich da jetzt rein? Na komm, wir gehen da rein. Wir gehen einfach rein. Auch ich weiß, ich habe keinen Platz, ganz und bin ich ehrlich, ich habe wirklich keinen Platz.
Und ich glaube, hier ist irgendwo. Oh. Verdammt! Oh! Bist du tot? Geh mal hier gucken. Will ich gucken, was hier unten ist? Guck mal. Ach, Will, ich will da rein. Was ich gefunden habe, eine Tür. Uff. Oh, wie herrlich. Hier gibt es verschiedene Arten von Särgen. Viele haben eine sonderbare Farbe. Okay, ich muss mir das einmal notieren. Villa, Erdgeschoss. Erdgeschoss. Geschoss. Links. Links. Zeitmaschine. Serum. Ja, ich muss mir das wirklich alles aufschreiben, Leute. Ach, Bill, bitte. Ein zerwühltes Bett. Ja, okay. Eine alte Schreibmaschine. Natürlich werden wir auch unseren Fortschritt speichern. Ist klar. Speichern, beenden. So, und hier liegt. Ah, Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie erscheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Die eine Wiederbelebung verhindern. Okay. Erstens Einäscherung. Zweitens Vernichtung des Kopfes. Schön. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden Sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Okay. Hier ist grün, aber ich werde jetzt. Wie schön. Natürlich, Erste-Hilfe-Spray werden wir. Das reintun. Ja, ich weiß nicht, ob wir ja den Diamanten noch brauchen. Den lasse ich mal hier drin. Ich will den Diamanten gerne auch drin lassen. Das tun wir natürlich hier. Ach, ich habe ja noch hier Munition eingeschmissen. Oh Leute, das bringt gar nichts. Bin ich ehrlich? Ich habe immer trotzdem noch zwei Plätze. Wisst ihr was? Ich tue jetzt einfach mal
den Diamanten da rein. Dann habe ich wenigstens 3 Plätze. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Ich habe keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch gespeichert. Ich will auch gucken, dass ich nicht allzu lange mache. Ah, verdammt. Kann ich dich in den Kopf schießen? Nein, natürlich nicht. Was ist hier? Moment. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. Ja, glaube ich dir. Was? Moment, hier ist auch eine Tür. Ja, ich muss gucken. Sie haben den Dietrich verwendet. Okay, dann gehen wir da als erstes rein. Andere würden sagen, du gehst nicht der Reihenfolge. Ja. Vielleicht habt ihr auch recht, ich gehe vielleicht nicht. Halt, stopp, da ist ein Laser? Batterie. Ein Gewehr. Ein defektes Gewehr. Den, glaube ich, brauchen wir auch noch. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich habe kein... Warte mal, ein Kanister. Oder? Es ist noch Kerosin drin. Okay. Ernsthaft. Ich kann gleich wirklich nochmal zur Truhe gehen. Es ist noch, ja, okay. Ist hier alles grün? Ja. Und hier haben wir auch jetzt alles. Ja, ich werde jetzt nochmal zur Truhe gehen, weil, ja, ich muss das Farbband. Leider. Kind. Frau meine ich. Ja. Sie ist eine Frau. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Mhm. Jill, du weißt doch, tot ist nicht gleich tot. Was solltest du in den paar Stunden schon erlebt haben? Oder mitbekommen haben? Ja. Auf jeden Fall habe ich schon 11 Farbbänder. Natürlich tun wir die Schrotflinte auch erstmal hier rein. Weil ich weiß nicht, wofür. Ich würde gerne das Messer auch wegtun wollen. Bin ich ehrlich. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, Rüstung. Jetzt muss ich Erdgeschoss links. EG links. Ja. Überleg gerade. Ja, EG links, Rüstung. Okay. Ja, aber wir werden ja auch sehen, dass wir, wo wir schon waren und wo nicht. Das Problem ist, dass ich jetzt hier erstmal wieder hoch... Dass ich hier erstmal wieder hochgehe. Jill, bitte. Ach, bitte. So, und dann gehen wir hier rein. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Erstes Obergeschoss links. Erstes Obergeschoss links. Okay, Helm. Genau. Hätte ich fast vergessen. Ja, wie gesagt, wir haben die Tür aufgeschlossen. Okay, wo kommen wir da rein?
Dann, Leute, ich bin wieder da und ich kann jetzt mir endlich mal. Irgendwo war ja noch das Grünkraut. Nee. War das auf der anderen Seite? Ach, Mensch, Jill. Ich weiß, es ist sehr schwer. Nee, aber warum? Was blinkt denn hier? Ich habe wirklich noch hier was zu erledigen. Und ich weiß nicht gerade was. Ich weiß es echt nicht, Leute, ganz ehrlich. Die ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Und ja, ich knick's gerade mit meinem Kugelschreiber. Hab irgendwas vergessen. Ich gehe, Leute, ich gehe nochmal zurück. Ganz ehrlich. Ich muss zurück. Geht nicht anders. Ich muss zurück. Ich habe irgendwas vergessen. Irgendetwas. Guck mal eben schnell auf die Karte. Waren wir hier schon? Ah, genau, hier ist ja noch das grüne Kraut. Stimmt ja. Und somit haben wir jetzt, glaube ich, ja, es ist wieder, es ist wieder, wir gehen wieder da rein, weil wir werden dann zurückgehen. Nee, da war es nicht, ne? Nee, hier runter. Wir werden das Kraut mit dem anderen verbinden. Hier rein, bitte. Und schauen. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht einen Cut mache. Und nicht Cut, sondern aufhöre. Weil ich habe schon eine halbe Stunde. Und so. Nee. Jetzt muss ich einmal schließen. So, und wir haben natürlich da noch mal ein grünes Kraut. Natürlich verpacke ich das hier erstmal rein. So. Und natürlich nehmen wir die Farbbänder raus, weil wir werden speichern. Und dann war es das für heute, Leute. Weil ich muss noch heute noch es schaffen von Resident Evil 2, dem Remake, auch die zweite Folge zu machen. Ja, und daher, und daher werde ich hier jetzt wirklich einen Cut machen. Leute, sieht die Jill nicht? Sag mal. Nein, ich will. So. Sieht die Jill nicht einfach nur klasse aus? Mit dem Outfit. Ich habe jetzt auch zwei Screenshots gemacht davon. Ja, leider ist es jetzt wieder soweit. Ich muss mich von euch verabschieden. Und ja, tut mir leid für das
rumrennen, aber wie gesagt, ich hatte ja damals nur Resident Evil 1 nur in Director Cut, natürlich, nur angespielt gehabt. Das heißt, den Rest kenne ich eigentlich gar nicht, weil wir waren nur in den Eingangsbereich und in den S-Bereich. Genau. Und ab da an habe ich aufgehört gehabt, weil Schule für mich doch wichtiger war als ein Spiel. Ja, und ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Bleibt doch gesund und lasst doch bitte ein Abo da. Und ja, und wenn es euch auch Feedbacks, ja, ich musste noch mal einen Screenshot machen, auch ein Feedback, wie ihr es so im Moment findet. Ich würde mich auch über eure Unterstützung freuen. Ja. Ja, und beim nächsten Mal werde ich mich nicht so verlaufen und deswegen schreibe ich mir ja auch immer alles auf, damit das nicht passiert. Ja, liebe Leute, und ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute und viel, viel Spaß damit. Ja, was soll ich noch sagen, ne? Ich habe wirklich sehr, sehr schwitzige Hände, Leute, und nein, bitte. Okay, auf Wiedersehen, macht's gut.